Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, wie erwartet, der Bürgermeister ist noch eingetroffen und er möchte noch ein paar salbungsvolle Worte loswerden. Erstmal begrüßen wir ihn recht herzlich hier bei uns. Es freut uns, dass Sie sich Zeit finden konnten, die bei, auch bei Ihnen knapp bemessen ist, um zu uns zu kommen. Und ich erteile Ihnen jetzt das Wort. Ja, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, ich bin ein bisschen spät hier. Die Ehrung haben Sie, glaube ich, schon durchgeführt. Das traditionelle Abpackeln ist ja immer verbunden mit der Ehrung derjenigen, die besonders erfolgreich, besonders fleißig unterwegs waren im Jahr. Und das Wetter spielt uns ja heute nochmal zu. Gestern wäre der Tag, glaube ich, nicht so positiv gewesen, mit ein bisschen Regen, aber heute ist er schöner. Ärgert mich sehr, dass ich bei der Ehrung nicht dabei sein konnte, aber wie das immer so ist, am Tag eines Bürgermeisters, ich komme gerade aus dem Marienhospital, nicht, dass etwas passiert wäre, sondern das Haus steht 50 Jahre, da gibt es einen riesen Festakt. Und die Geschönwelt sagte gerade, bei den vielen Büßern hat der Gottesdienst ein bisschen länger gedauert. Das stimmt. Wow. Also, ich beglückwünsche etwas all diejenigen, die tolle Leistungen gebracht haben, die Jungen wie die Älteren. Kanu ist ein Sport für die ganze Familie, da können alle mitmachen, die ganz Kleinen und dann die Junggebliebenen, die Männer und die Frauen. Und insofern beglückwünsche ich sie alle. Wünsche Ihnen natürlich auch einen schönen Nachmittag. Und eins müssen wir dann doch noch mal klären, so ein bisschen politisch dürfen wir werden, oder Herr Zapka? Also Herr Zapka war kürzlich bei mir und der berichtete mir von Überlegungen bei der Bezirksregierung, die sich möglicherweise auswirken könnten auf ihren Sport, auf ihre Freizeitgestaltung. Hier am Wasser, auf der Lippe, der Kanal weniger, aber auf der Lippe. Und wir sind da auch sehr in Sorge, weil wir in Mahl natürlich sehr, sehr viele Kanu-Clubs beheimaten. Das ist schön, das ist sehr positiv. Viele Menschen beteiligen sich daran. Und der Kanusport ist ein sehr naturverbundener Sport. Und als ich hörte, dass man jetzt die Natur vor den Kanusportlern schützen soll, da habe ich gedacht, da passt doch irgendwas nicht zueinander. Denn sorgfältiger als die Kanufreunde geht ja kaum ein Sportfreund mit der Natur um. Ja? Ich habe gehört, bei Ihnen gehört das mit zur Ausbildung dazu. Da befasst man sich auch mit der Ökologie und wie man sich richtig benimmt. Das hat bei Ihnen einen großen Wert. Anders als bei denen, die sich sonntags mal eben das Kanu leihen und die Lippe rauf und runter fahren. Das ist eine andere Thematik. Und ich habe Herrn Zapka natürlich zugesichert, dass wir als Stadt auch nochmal den Regierungspräsidenten anschreiben und ihm auch sagen, dass das nicht geht. Ja, das geht nicht. Das ist eine... Das ist ja eine wichtige Institution, der Kanusport ist naturverbunden. Es gab viele Auszeichnungen für gelungene Ökologie. Ja, man kann ja hier einen ganzen Rundkurs fahren, kann sein Auto stehen lassen, kann dann einen schönen Rundkurs fahren als Kanusportler. Und das unterscheidet ja den Kanusport eben auch von anderen Sportarten, die da vielleicht viel mehr Eingriff nehmen in die Natur. Also das geht nicht. Ich hoffe, dass unser gemeinsamer Protest Erfolg haben kann. Ich werde jedenfalls nicht müde, das vorzutragen. Manchmal kann man nicht so ganz verstehen, was da sich die Beamtinnen und Beamten in Münster so ausdenken. In diesem Fall kapiere ich es nur wirklich nicht. Ja? Also insofern sollen wir alle miteinander zusehen, dass hier unser Kleinod, der Kanal und die Lippe uns so zur Verfügung stehen für diesen wunderschönen Sport, wie er das auch zuletzt gemacht hat. Will ich gerne mithelfen. Kann nicht versprechen, dass es funktioniert, aber ich will gerne mithelfen. Gut, das war jetzt der politische Teil. Ne? Jetzt kommen wir zum gemütlichen. Und da sage ich ganz herzlichen Dank für die Einladung. Der Bürgermeister in Mahl, und das ist so eine Besonderheit, kann man sagen, scheinen, ne? Der ist auch Vorsitzender des Stadtsportverbandes. Das gibt es nur in Mahl. Ich weiß nicht, warum er das eingeführt hat. Vielleicht, weil der Bürgermeister dann mal die Pokale stiften soll oder muss. Ich kann es nicht sagen. Ich mache das jedenfalls gerne. Ich habe Freude daran. Ich habe Freude daran zu sehen, wie vielfältig das Sportsleben in Mahl sich gestaltet. Und da gehören die Wassersportler, die Kanusportler natürlich ganz fest dazu. Herzlichen Dank, einen fröhlichen Tag des Abpaddelns und allen dann eine gute neue Saison. Viel Freude, stets gutes Wetter und viel Spaß und den Nachwuchs insbesondere auch. Viel Spaß, wir wissen ja, der Sport, der muss überleben. Und da brauchen wir auch die jungen Leute, die gerne mitmachen. Kanusport ist ein Familiensport. Also einen schönen Tag heute und vielleicht noch gute Gespräche. Was sagt man? Ahoi? Ahoi und Glück auf. Ahoi.
Ja, vielen Dank für die Worte. An der Reaktion haben Sie gemerkt, Herr Bürgermeister, das liegt uns sehr am Herzen. Und ich kann Ihnen nur versprechen, dass Delia, seines Zeichens vom Bezirk aus damit beschäftigt und ich, Sie mit allen möglichen Informationen füttern werden, die Sie benötigen, um uns da entsprechend zu vertreten. Ich danke dafür, für das Engagement. So, ansonsten würde ich sagen, gehen wir im gemütlichen Teil weiter.